Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zum Sonntag, Themensonntag. Und weil wir letztes Mal schon angefangen haben und mittendrin schon weitergespielt haben, machen wir heute zumindest im ersten Teil auch hier weiter mit Silent Hill 2. Ich freue mich und bin dabei. Okay, ich muss hier drüben die Vorschau abschalten. Ich brauchte dich eben halt, um zu gucken, ob alles geht. Wir sind im Krankenhaus angekommen. Und wir sind hier angekommen, weil hier ein Speicherpunkt ist. Mehr haben wir noch nicht gemacht. Wir haben auch noch keine Karte. Und die müssen wir erstmal finden. Und wie bereits schon letztes Mal gesagt, okay, sie kommt mir ein bisschen seltsam vor. Wenn ich das richtig, ich habe ja gestern habe ich ja die Sachen mehr oder weniger vorbereitet, geschnitten und so weiter. Ne? Also geschnitten heißt einfach nur Cuts machen von der langen Aufnahme. Und mir ist dann nochmal aufgefallen, was mir beim Spiel nicht aufgefallen ist. Er denkt ja, also scheint es ja auch optisch zu passen, das ist seine Frau. Und sie heißt ja auch ähnlich, nur nicht Mary, sondern Maria. Und wir sind ja hier, wo wir sind. Und glaube ich nicht. Entweder ist sie irgendwie was, ich nenne es jetzt mal Eingebildetes. Wobei sie ist recht real. Oder sie ist real, so wie andere. Also ich denke mal, hier sind ein paar andere, auch hier in Silent Hill, die etwas auf dem Kapuz haben. Kann man das so nennen? Der Kerbholz ist, glaube ich, das falsche Wort. Aber die irgendwas durchgemacht haben oder vielleicht sogar irgendwas Schlimmes gemacht haben. Wobei ich bei Eddie mir nicht sicher bin, was der Schlimmes gemacht haben könnte. Ich hab sie ins Gesicht geleuchtet. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Ich wollte niemanden blenden. Ich bin so ein Blender. So, gibt es hier keinen Plan? Guck mal, ob wir hier einen Plan finden. Den hatten wir schon geguckt. Irgendwo gab es einen Zettel mit Zimmer 100 irgendwas. Ey, ich habe nicht mal aktiv geblendet gerade eben. So, warte mal. So. Oh. Ja, da ist es Zimmer 100. Was, 100? Warte mal. Wir haben jetzt eine Karte. Lass mal kurz gucken. Wir hatten Examination Room 3 müssen wir hin. Ne? Über das Untersuchungszimmer 3. Und das ist... ist das S3? Ach nee, es steht ganz groß da. Untersuchungszimmer 3. Das heißt, wir müssen hier unten einfach lang, wo wir jetzt schon sind. Obwohl, nee, da nicht so. So. Ja, wir haben Schrotflintenmunition gestern gefunden. Vorgestern war das. Remember, if you experience, was steht hier? Wenn Sie an unterfolgenden Symptomen leiden, verminderter Appetit oder starker Gewichtsverlust, Schlaflosigkeit oder Hyper... Ich würde mal interessieren, was mit seiner Frau passiert ist vor 3 Jahren. Verlust von Interesse oder Freude an gewohnten Aktivitäten, Gefühle von Wertlosigkeit, verminderte Denk- und Konzentrationsfähigkeit, dann kontaktieren Sie bitte sofort einen Arzt, okay? Ist der Treppenflur? Oh. Genau. Laura, wait. It's okay. We don't want to hurt you. God damn it. Why would she run from us? I don't think she likes me very much. But why? I don't know. Also muss sie uns kennen. Sie hat es ja auch erwähnt, oder beziehungsweise wir hatten sie doch auf der Mauer gesehen. Da schien es doch auch, dass sie uns zu kennen schien. War sie damit bei? Ich weiß es gar nicht. Ich wollte gar nicht hier runter eigentlich. Aber Munition nehme ich mal gerne mit. Besonders nachdem wir gegen diesen Pyramidenkopf da so viel verballert haben. Keine Objekte, okay.
Hier müssen wir erstmal noch Tür aufmachen. Haben wir eigentlich den Plan für alle Etagen? Nein, haben wir nicht. Okay. Ich gehe mal in die obere Etage. Oh, es gibt eine Unteretage und eine Oberetage. Okay. Abgeschlossen. Aber guck mal. Sie ist das Häschen, wer ist der Wolf? Und vor allem, was mich auch interessieren würde, hat sie keinen Kontakt mit den Monstern? Wie hat sie überhaupt überlebt? Kein Strom. Okay. Wir müssen durch S1 durch. Können wir aber nicht, weil wir dadurch das Tor durch müssen. Hier geht's auch nicht durch. Okay. Ja. You startled me. Eine Spritze. So, wir sind da beim Untersuchungszimmer. Oh, toll, ich kann nicht durchgucken. Okay, zum Glück. Okay. Kombination für die Schlüsselkasten ist 2,8. Die Anzahl der Schwestern und ein Foto in der Eingangshalle. 2,8 und Anzahl der Schwestern. Gut, das lässt sich ja durchprobieren. Anzahl der Schwestern in der Eingangshalle. Wahrscheinlich der? Die Büßen oder so? Nee. Welche Schwestern? Ach, deshalb dann nicht. Ich nehme alle. Second floor? Basement. Oh, of course. Aber da waren noch andere Schlüssel dabei. Das sind doch. Warum kann ich nicht die nehmen? Okay. Und dann ab im Keller. Wobei, wir gucken erstmal, ob wir hier noch irgendwo anderweitig weiterkommen. Nee, da wahrscheinlich nicht. Aber ich probiere es trotzdem, oder? Nee, ist schon markiert. Dann probieren wir hier noch. Nee. Und hier. Bleibt nur der Keller. This place feels so empty. More than the other places we've been. Keine Karte über. Oh. Wir haben eine Karte übrigens. Heizungsraum dort auf der anderen Seite. Da ist die Treppe. War sie nicht gerade eben da hinten? Geht später auf. Guck mal,
Also das habe ich ja gelernt, dass die Sachen, die nur einen Strich haben, dass die aufgehen. Aber die Sachen, die die Zackenlinie haben, die sind permanent zu. So wie der jetzt wahrscheinlich. Ne? Der ist permanent zu. Ja, brauchen wir Sprit. James? Ich hab's gesehen und gehört. Ich hab's nicht gesehen. Zu öffnen oder so? Boah, warum ist das immer so dunkel? Think they're gone. For now. Down, Darren. Lilifee und danke. Für 45, es dauert nicht mehr lange. Noch 3 Monate. Das ist dann November, Dezember, Januar. Also 4 Jahre. Es ist eine elendig lange Zeit. 4 Jahre mache ich das schon. Mindestens also. Ich hab... Warum sehe ich die nicht? Warum stehst du wieder auf? Das war nicht fair gerade eben. Ich hab keine Ahnung. I could really use a warning next time. Ach, ich? Okay. Ach, das ist ein Lehrer. Ja. Habe schon irgendwas gefunden? Generatorraum? Wie kriege ich den Sprit? Ach so, warte. Ja, Moment. Nee.
Ja, auch nicht. Hallo? Was ist das? Ach du Scheiße. Nee, hier war es ja. Da haben wir extra hier was hingeschoben. Hey. Don't worry. I'll be right back. You better. Da ist ein Plan auf alle Fälle. Ist das so laut? Jetzt bloß nicht drauf schießen, ne? Krankenhaus Brookhaven, 1932. Das ist der obere Teil. Ich denke mal, hier hätten wir jetzt die Karte bekommen, wenn wir sie oben nicht gefunden hätten, wahrscheinlich, ne? Ich höre schon wieder. Da ist er. Oh! Was, das sind zwei? Das war gemein. Die kommen einfach wieder. Ich bin ja gar nicht mehr sicher. Aber wahrscheinlich, weil es hier zu dunkel ist. Ja. Aber Licht wäre besser. War aber vorher nicht auf. Hä? Das ist für uns? Damit wir eine Chance haben zu überleben? Ist irgendwas anderes auch noch aufgegangen? Okay, ab in den Fahrstuhl. Und ab in den zweiten Stock, würde ich mal sagen. Also erstmal in den ersten. So, der ist aber jetzt nicht so wild. Wir fahren jetzt noch ein zweites Stück hoch. Ich habe den Generator angemacht. Thank you.
Hey. You okay? I'm sorry. That's fine. What's going on? Are you hurt? It's nothing. Probably just a hangover. Maybe you should rest. Yeah. Okay. Will ich da alleine rumlaufen? Oh, so ein versifftes Bett. Ich würde mich nicht freiwillig hinlegen. Mm. So comfy. I'm gonna go look for Laura. I'll be back as soon as I can. James? I wanted to ask you. What if you can't find Mary? What will you do? I haven't really thought about that. Get back soon, okay? Ich würde mich doch hier in dem Krankenhaus nicht freiwillig hinlegen. Take care of what matters most. Leave the rest to us. Kümmern Sie sich um das, was wirklich zählt. Palliativmedizinisches Zentrum. Mhm. Nee, wir gehen erstmal noch an dem Fenster da gucken. Hier sowieso, jetzt speichern wir gesagt. Ich mag solche Orte mit Speichern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, ups. Ja, ich fühle mich hier pudelwohl mit den Räumen. Wirst du nicht angegriffen oder irgendwas in der Art und Weise. Hallo? Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich mich schnell umdrehen kann mit einer Taste. Damit können wir den Weg da unten wieder aufmachen. Okay. Na, ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Vermutlich aber da, wo wir es nicht erwarten. Im Büro des Direktors vielleicht. Was ist das? Oh, bitte nicht eine Krankenschwester. Oh nein. Oh. Ja, eine kranke Schwester, aber sowas von eine kranke Schwester. Thank you.
Huch! Dann ist halt die Tür auf. Nee, nicht so weit auf. Muss ja nicht gleich jeder wissen, dass wir hier sind. Ist das... dass man die auch nicht hört. Drawings. Ich glaube, das ist ein Sammelobjekt hier, ne? Habe ich schon mal erwähnt, dass das Ambiente hier absolut nicht gut für die Magengegend ist. Die ganze Geräuschkulisse. Das ist so dumpf, so tief dröhnend, so überhaupt. Was schnauft denn da wie Darth Vader, ey? Der Code wurde auf die Zahlen zurückgesetzt, die wir gestern im Aufwaltszimmer der Ärzte besprochen haben. Wie gesagt, hört bitte auf, euch die Codes auf kleinen Zettel zu schreiben. Bitte geht verantwortungsvoll damit um. Nischt. Der Ärzte, die ist unten, ne? Ja. Da komme ich... da kam ich vorher zumindest nicht lang. Selbst Geräusche, wenn man an der Wand lang schlurft, ja. Was ist das jetzt? Ist das irgendwas, was ihn... was war das jetzt für ein Effekt? Silent ist hier schon lange nicht mehr. Ganz kurz aufrauschen hören. Nichts drin? Oh, Skandal.
Lass dich doch nicht überrollen von ihm. Oder ihr. Oder es. Auf alle Fälle muss ich mir hier nicht groß Gedanken machen wegen Heilung. Suchen. Patientengespräch Abschrift. Anmerkung. Das folgende Interview wurde mit als Reaktion auf den Vorfall 071 geführt. Ich weiß noch, dass ich im Wasser lag. Schön leer. Und dann spürte ich ihn. Spürte, wie er mich anstarrte. Spürte, wie es wuchs. Ich musste raus, musste fliehen, aber er verfolgte mich. Starrte mich weiter an. Ich musste es rauslassen. Jetzt bin ich wieder leer. Schön leer. Können wir wieder zum Schwimmbad? What the fuck? Patient 50, Kennzeichnung 301.3, Zimmer C1, Symptome, plötzlich aggressives Verhalten, optische und akustische Halluzination, kann man so sagen. Derzeitige Dosis, Therapie ist effektiv, ist durchgestrichen worden. Nicht provozierte Gewaltausbrüche sind zurückgegangen, ist auch durchgestrichen worden. Verbesserte soziale Interaktion, was habe ich übersehen? Empfehlung, derzeitige Therapie fortsetzen. Wasser wirkt beruhigend, nicht mehr. Okay. Patient 90, 298 D1, Symptome, Halluzinationen, Schlafstörungen, Verweigerung von Nahrung und Flüssigkeiten, Halluzinationen dauern an, Empfehlung, Zwangsernährung und Flüssigkeitszufuhr, Patient muss gebadet werden, bitte Behandlungszimmer nutzen. Ist es die Patientin, was wir da gesehen haben? 100 Milligramm Benzodiazepine gegen Schlafstörungen, ständige Überwachung. Können wir wieder an den Strand oder an den See oder irgendwie sowas, ne? War das das? Wir waren oben in L2 oder so, ne? Oder Dusche. Glaube ich. Wo wir das gefunden haben. Nach L1 versetzt. Patientin 130. Verlegt nach L1. Symptome stark und anhaltender Angst. Derzeitige Diagnose: paranoide Schizophrenie, optische Halluzinationen. Empfehlung, Medikation erhöhen. Patientin darf nicht alleine gelassen werden. Zur genauen Überwachung nach L1 verlegt. L1 ist wo? Unten, ne? C5 ist M. Okay, ist schon mal markiert. Im Keller ist D1. Ach, gut. Und, nee, das ist nicht Keller. Da. Wo ist denn L1? C, L, M. L2. Wo ist denn L1? Da oben ist L3. Da ist L2. Aber wo ist denn L1? Ach, da drüben beim Fragezeichen. Was? Fragezeichen da drüben. Verdammt. Okay. Das gefällt mir nicht. Oh.
Frage ist, was erreicht er, was er dann als er heilt sie betitelt. Oh. Ein Mars-Jupiter-Safe hier. Und eins fehlt. Okay, gut. Der ist ein bisschen zerlaufen, der Typ. Vielleicht sollte ich mich auch ein bisschen mehr auf die Bilder und so weiter konzentrieren. Scheinbar wird sehr viel auf Metaebene hier auch noch was erzählt. Bleib doch stehen, wir talken was zusammen da hinten. Ah, kann man nicht kaputt machen, schade. Was haben wir jetzt hier geöffnet? War der Weg vor? Ja, war er schon. Okay. Oh. M5 war nüscht. Ich hau mal kurz drauf. Hm. Okay, erstmal geradezu, weil dann können wir hier runterlaufen. Was ist das? Also was ist das für eine Sequenz? Ist das, dass wir da irgendwelche zusätzlichen Informationen sammeln? Okay, das ist ein Eingang in L1 oder was? Ja. Nicht hier verletzen. Okay. Gesammelt verbogene Nadel. Was machen wir damit? Ach, die drei Patienten, das sind die, wo wir dann die Armbänder bekommen wahrscheinlich. Für den Direktor. Drücke 1, um die Pistole auszurüsten. Okay.
Mal gucken, was die für einen Bums hat, da. Auf der anderen Seite.